Der neue Mercedes-Benz GLE zeigt sich auf der Mondiale de l'Automobile in Paris am 4. bis 14. Oktober 2018 erstmals der Öffentlichkeit. Zur Markteinführung steht als Launchmotor im GLE 450 4MATIC der neue Reihen-6-Zylinder zur Verfügung. Dieser bietet folgende Leistungsdaten: 270 kW, 367 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment. Weitere Motoren, darunter auch Diesel sowie ein Plug-in-Hybrid, folgen. Im Vergleich zum Vorgänger besitzt der neue GLE erheblich mehr Radstand. Jetzt 2995 mm, ein Plus von 80 mm. Daraus resultiert ein deutlicher Raumgewinn, insbesondere für die Passagiere im Front. Und weil die A-Säule steiler als bisher steht, haben sich auch das Raumgefühl und der Einstiegskomfort in der ersten Sitzreihe noch einmal verbessert. Bei allen Varianten des neuen GLE kommt für die Kraftübertragung das Automatikgetriebe 9 G-Tronic zum Einsatz. Bei den Vierzylindermotoren wird der Allradantrieb 4MATIC mit einem Verteilergetriebe, das die Antriebsmomente im festen Verhältnis von 50% an beide Achsen leitet, umgesetzt. Durchdrehende Räder werden über einen Bremseingriff am jeweiligen Rad gebremst. Für die übrigen Motoren, wie zum Beispiel im GLE 450, wird serienmäßig ein Verteilergetriebe mit elektronisch geregelter Lamellenkupplung eingesetzt. Sie ermöglicht eine variable Verschiebung des Antriebsmoments von 0 bis 100% zwischen den Achsen. Ebenfalls neu und als Option verfügbar ist ein Verteilergetriebe, das speziell für überlegenes Fahrverhalten auch abseits der Straße ausgelegt wurde. Es besitzt neben der geregelten Lamellenkupplung eine Torque-on-Demand-Funktion, zusätzlich eine Untersetzungsstufe sowie eine automatische Sperrwirkung von 100% oder bis 100% für den Offroad-Bereich.